So Leute, ich bin immer noch mit dem Seat Ibiza beschäftigt. Ich habe den Keilriemen ausgebaut und gemerkt, dass die Umlenkerrolle sich zu leicht dreht. Also eine Umlenkerrolle oder Spannrolle soll sich drehen können, das soll aber Widerstand geben. Wenn es nicht zu spät ist, kann man so eine Umlenkerrolle retten. Mal sehen, wie lange die hält. Hallo zusammen, ich habe den Keilriemen ausgebaut, ist beschädigt. Ich habe auch diese Spannrolle ausgebaut. Ich kann das Lager noch einmal einfetten. Es gibt nicht zu viel Spiel im Lager, ist aber trocken, also es dreht sich zu einfach. So geht's nicht. Ist trocken. Okay. Den Deckel hier kann man abbauen und das Lager einfetten. Hier ist die Spannrolle. Diese plastische Spannrolle kostet eine Menge Geld. Und die kann man nicht einfetten. Also diese Rollen sind problematisch. Naja, die Umlenkrollen kann man aber oft einfetten. Okay, ich zeige euch, wie das geht. Ja, hier ist die Umlenkrolle. Bei den alten Umlenkrollen konnte man das Lager ausbauen und wechseln. Das ist nicht mehr möglich. Das Lager kostet nur 1 Euro. Das ganze Ding kostet 20 Euro oder 25 Euro. Okay, gut, ich nehme den Deckel hier ab und fette das Lager ein. Ich zeige euch, wie es geht. Okay, gut, fertig. Das Lager ist so trocken, es macht Geräusche. Okay, gut, ich habe das Lager eingefettet. Wie viel Schmierfett braucht man? Halbkreis, ein bisschen weniger als Halbkreis. Einfetten und fertig. Okay, das war's schon. Bis dann, Leute. Tschüss.